Auch mit den Federn, alles gut? Danke. Dann dezent. Ja, schönen Dank, dass ihr da wart. Danke dir. Und immer weiter GTI. Genau. Hab rein. Danke dir auch. Ciao, danke. So, wir bereiten das nächste Auto vor und ich glaube, dann kommt ein Hammer. Halt mich zurück. Das ist schick, ne? Ja. Servus! Servus! Hi! Mario! Mario! Mario kommt zu uns in der Mitte. Da hast du ja auch ein Unikat, ne? Absolut, das ist ein 260. Das ist ein 16-Kammer-Motor. Da hat sich ein bisschen was verändert. Okay, erzähl! Hast du den so bekommen? Hast du ihn übernommen? Hast du ihn selbst gebaut? Ich meine, nicht, dass du jetzt alt bist, aber du hättest ihn ja auch damals selbst gebaut. Absolut, ja. Bauen können. Wie viel? 50 Jahre. Ich hatte das Auto gekauft gehabt, eigentlich nur wegen dem Motor. Da ist ein 16-Form-Motor drin. Ansonsten war der Wagen komplett nackt gewesen. Also war alles schon raus, keine Hände, nur noch ein Stuhl drin. Also war komplett zum Schlachten eigentlich. War wie gesagt nur der Motor noch. Und dann wieder von Grund auf halt neu aufgebaut. Selbst? Neu lackiert. Alles selbst gemacht oder viel? Viele Sachen, Leute. Lack natürlich nicht selber, aber das meiste schon. Aber die Farbe ist die originale Farbe? Es ist offiziell ist es ein Edition One gewesen mit 16V. Ah. Das war der Ursprung gewesen. Aber dann hast du die Audi-Griffe reingehauen? Richtig, genau. Das ist ja alles 90er-Tuning, gehört dann alles dazu. Ja. Die Verbreiterungen, sind die festgemacht? Sind die geklebt? Spachs am Ende des Tages. Spachs? Ja, genau. Und dann werden die angespachtelt. Wahnsinn. Und dann halt die Aufkleber halt zum Beispiel so gemacht, weil Edition One, so halt in dem Design vom Edition One. Sehr, sehr viele Details. Das hier auch reingefräst oder aber gelesen. Aber auch schön lackiert, ne? Ja, ja. Wie alt ist die Lackierung? Boah, 4 Jahre ungefähr. Aber wird auch nicht viel gefahren, ne? Bis jetzt mit 07er Nummer. Eine Zeit lang ist er halt auch daily gefahren. Aber auch frech, ne? 07, 000. Ja, ja. Geil, ne? Sehr, sehr gut. Mit wem hast du da geschlafen? Gar nicht. Zufall. Naja, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, echt jetzt? Doch, würden sie für töten. Ja. Dortmund. Das sind Zenderfelgen, auch 8x15 ET0. Aber echt schick, ne? Also, das ist echt zeitgenössisch alles. Du hast es alles in den 90er gelassen, ne? Oh, den Käfig, den hast du auch verschraubt, direkt im Chassis, ne? Verschraubt, richtig. Das ist natürlich clever. Mit Kreuz, Edition Blue-Ausstattung. Hebel zum Beispiel ist ein glanzschwarz. Das war auch mal ganz interessant, sowas. Ja, heftig. Also, der Käfig, der ist vernünftig eingebaut. Ja. Wir erklären gerade, das ist also die Serien Edition Blue Lederausstattung. Der Himmel ist halt echt in glänzend schwarz. So ein GFK-Himmel. Lackiert, oder? Ja. Genau. Nee, ist Gelcoat. Gelcoat? Sieht aus wie lackiert. Ja, ehrlich, wie so eine Spanndecke, weißt du, so ein Spanndeck. So ein absolut, ja. Und darum, wir fanden es ganz witzig halt, ne? Dachte, beziehen kannst du immer noch, wenn es dir nicht mehr gefällt. Cool. Eingetragen ist alles, ne? Alles eingetragen. Ja, ich frage immer, weil heutzutage würdest du es ja nicht mehr so kriegen, weißt du? Das ist ja immer so eine Sache, deswegen mag ich ja alte Autos einfach irgendwie, wenn ich die bekommen kann. Auch nichts Besonderes halt. Muss man sie nehmen. Sag mal, die Gurte hier vorne, was hat das damit auf sich? Das ist US. US, ne? Was hat so Gurte, was, so, diese Gurte, was haben die auf sich? Wieso hast du die? Ja, wie sie an der Tür befestigt. Genau. Hast du halt zusätzlich noch den Beckengurt anlegen kannst. Brauchst du aber nicht, weil du das Kniepolster drin hast. Ja, das muss man erstmal wissen als Polizist. Das willst du einfach nur sagen, fahr weiter, ist okay. Ist sehr, sehr viel verändert halt. Also, Abgasanlage war auch so von Zender damals oder hast du dir das ausgedacht? Ja, fehlte. Musste ich tatsächlich auch nachkaufen, aber die dritte Abgasanlage hat dann vernünftig gepasst. Auch in die und wie ist das teilemäßig? So Seitenteile? Ich meine, die wird es nicht mehr geben, oder? Ich habe noch drei Sätze liegen.
Mal eben. Sydney, also wenn du was brauchst. Geil, ne? Ja. Aber wie geil. Du hast gar kein Problem, ich hab grad jetzt nur liegen. Der war halt daily gewesen. Der hat meine Frau zur Arbeit mitgefahren, hab erstmal ein Reh mitgenommen. Oh, aber die Frau ist nicht hier, ne? Nein, nein. Weißt du, hättest du aber nicht gesagt. Also es ist ein Daily, meine Frau war da, ich musste drei Sätze haben. Ne? Passiert immer. Ist halt, ne? Kann doch was passieren. Und dann, du kriegst ja nichts mehr, ne? Was willst du denn machen? Also musst du das zusammensammeln, was du bekommen tust und... Aber nicht schlecht, ey. Irgendwie, also wirklich schön gemacht. Das schon auch US. Hat dann geholfen, diese zwei Kammern halt, ne? Und das Ganze halt schwarz-rot. Gab es halt auch nicht. Was für ein Baujahr ist es? Das ist ein 90er Baujahr. Geil. Jetzt müssen wir noch vorne reingucken. Das also meine Mutter hatte einen Edition mal. Den haben sie geklaut. In Duisburg. Ja, in Duisburg klauen sie alle. Also nicht wie in Dortmund. Der war auch nicht gelb. In Duisburg wird echt... Also, war schon mal jemand in Duisburg? Ne. Siehst du? Doch vorbeigefahren wahrscheinlich. Ja, genau. Durch diese Qualm. Oh, das ist schön. Das Auto war mal blau. Absolut, genau. Das wollte ich halt lassen. Mir hat es gefallen, die Geschichte des Autos halt zu erzählen halt. War ja Edition Blue. Finde ich gut. Aber auch diese, also 16V ist schon schön, ne? Was halt die Rallye-Front drin, ne? Also wir sehen jetzt hier gerade 16V-Motor. Schön. Einfach schön. Aber wie groß das alles damals dann auch war, gell? Ja, aber man hat halt nicht nur Plastik gesehen, ne? Man hat dann wirklich Technik gesehen. Ja. Das ist halt so schön daran. Absolut. Hier das Powerrohr. Das ist witzig, ne? Ja. Wo saugt der an? Wo saugt der? Achso. Hier zum Beispiel eine Serie. Ja, also das genau. Muss man sich mal geben, ne? Also das ist doch, also wollen wir jetzt eigentlich anfangen mit dieser Nachhaltigkeit? Egal, das ist nachhaltig. Ja. Die ist nur foliert, die dumme. Ja, genau. Nur poliert. Dieser Unterschied zwischen Benny und, ne? Nee, also technisch, nee, das ist jetzt hier. Finde ich cool. Ich finde es auch cool. Also find mega geil. Finde ich gut gemacht. Die Spiegel sind auch interessant. Das ist von China. Aus China? Das ist von China hier da. Eieiei. Wofür ist denn die Armlehne hier? Übrigens wird jetzt alles nass bei dir. Ich will mal zumachen. Sydney, das kommt aus deiner Nachbarstadt hier. D&W. Ja, D&W. Wer kennt's nicht? Nah an Dortmund ist D&W. Ja. Das war der Mittelpunkt der Tuning-Szene in dieser Zeit. Stimmt. Ja. Film Manca Manta sogar. Alles. Ausstellfenster. Also du hast auf jeden Fall viele Details, finde ich richtig, richtig gut. Hinten auch großplakativ GTI. Finde ich gut. Kann man mal so machen. Nee, das muss. Wenn man sowas noch öfter kriegt, ich krieg's ja nicht mehr. Aus dem Sechser? Genau, aus dem Neues Modell. Hatte ich mal Spaß gehabt. Kannst auch jederzeit wieder zurückrüsten. Quasi ein Restomod. Absolut. Ja. Mega. Super schön. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr interessant, sehr schön. Danke, dass du da warst mit deinem Zweier GT. Ich muss nochmal, darf ich die Haube zumachen und kurz ich muss mal ein Bild davon machen. Weil ich habe einen Bekannten, der viel mit Zeller zu tun hat. Der freut sich. Nein. Hast du ein total helles Licht, was auch sehr, sehr super ist. Eingetragen. Ist so ein H4-Buchstab. Ja, ich habe eine Genehmigung dafür. Das bedeutet, du hast Medium-Home und Coming-Home auch. Echt? Echt? Ist aber hier nicht angeschaltet, weil, wie gesagt, da steht ja meistens in der Garage. Sonst zieht er zu viel. Wie heißt das? Was ist das für eine Box? Das muss ich in meinem Rennwagen einbauen. Leaving Home and Coming Home. Das ist ein H4-Booster. Also ich verlasse die Box und komme wieder. Das war damals noch zu Motorbox-Zeiten, da hat er das entwickelt gehabt. In die 2000er oder mal. Okay. Du bist ja, das ist geil, das ist oldschool. Ja. Vor meiner Zeit. Ja, das ist weit vor deiner Zeit. Darf ich? Die Lifter halten das aus? Ja. Ruhig mit. Schmackes. Ja, ich möchte nicht. Ich. Zwei, ne? Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wo steht das Auto? Wo können die Leute gucken? Auch auf dem Besucherparkplatz. Wunderbar. Also da stehen die Autos. Warte, mein Kollege freut sich. Ja, erzähl mir mal einen von Zender, jedes Mal. Deswegen muss ich das schicken. Ganz vielen Dank. Sehr cool, vielen Dank. Danke, nehmen wir den Mikro ab. Wir sehen uns. Angenehmen Tag. Mit Regen. Mit Regen. Ja. Regen macht uns nichts. Naja, morgen werden wir sehen, was uns das gemacht hat. Wenn wir alle am Keucheln, weißt du? Sind die sind dreiteilig, die Felgen, wa? Oder meinst du, ist das nur... Na, zweiteilig, eine Röhre und... Zwei- oder dreiteilig? Einteilig. Fake-Schrauben. Fake-Schrauben. Sauber. Ah ja, okay. Finde ich gut. Ja, war so. Ja, finde ich auch. War so.
Mega. Dankeschön. Ja, wir machen weiter. Und da kommt was ganz Neues. Thank you.